Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zu Grid an diesem Dienstag und weiter geht's heute mit dem Showdown Aurora Motorsport. Los geht's. Wir starten im zweiten Zwei-Runden-Rennen in Indianapolis. Und starten sogar von Platz 4. Teamkollege auf 2. Wir sind ja eh noch, na gut. Sind eh nur die beiden. Na gut, 4 Rennen. Was meinst du als Co-Moderatorin dieser packenden Grid World Series und Expertin für alles, was Motorsport betrifft? Womit sollten wir hier rechnen? Danke, Alex. Das Vergnügen ist ganz auf meiner Seite. Also das hier ist genau mein Stil. Eine klassische Rennbahn mit mehreren Streckenverläufen, die alle genau abgestimmt sind. Alles klar. Ich denke, uns erwartet ein großartiges Rennen. Wir sind gleich wieder da. So, auf geht's. So, wir wollten in Führung gehen, ja klar. Hey, pass auf. Oh, das ist Mann, dein Teamkollege. So cool. So, Teamkollege auf 1. Zwei Runden mal Zeit. Na, ich versuche wieder mit reinzukommen in dieses Rennen. Ich will das Ding hier gewinnen. Sorry, aber der Platz gehört mir, mein Freund. Tut mir leid. Aber die haben mich versucht, da so weit wegzudrücken, dass ich nichts machen konnte. Dass ich fast abgeschlagen wäre. Naja, jemals führen wir das beieinander. Ich dachte doch in der ersten Runde, es geht mich jetzt richtig aufs Ziel. Aber wir haben nur noch eine Runde, liebe Leute. Die letzte Runde der Grid World Series. Letzte Runde. Bleib bis zum Ende in Führung. Bis wir hier durch sind. Ja, mal gucken. Dauert auf jeden Fall noch eine ganze Weile. Der Teamkollege ist dran. Also wir fliegen hier Formationsflug zum Event-Sieg. Und das war einfach so, das war einfach so schlecht gestartet, sondern in zwei Rennen und Mokotama mit 16 und 13 und dann haben wir dann 7 Minuten noch einen dritten Sieg aus, aber es ist ja noch ein bisschen zu fahren. Hoffen wir, dass wir das dritte Rennen gewinnen und dann geht es am morgen Mittwoch schon wieder weiter mit dem nächsten Teil. Ich weiß auch nicht, aber ich glaube, die Season 1 fahren wir noch nicht. Yes! Mein Gott! So, und damit haben wir's. Wir sind durch mit der Grid World Series, liebe Leute. Nicht Level 72, okay, das ist aber egal. Okay, super, haben wir gemacht. Gewonnen, geholt, wie auch immer. Und dann sind wir durch mit der Grid World Series, liebe Leute. Und am morgigen Tag geht es dann. Okay, ich versuche schon weiter da oben. Gewinne World Series Turnier und wieso auch nimmer. Ich nicht da oben weitermachen kann.
Okay, ich dachte mir, okay, das wird ja reichen. Scheinbar sagt er uns, also die Events haben wir ja alle gewonnen, die Finale-Events. Na gut, dann halt nicht. Alles, ich möchte. Warum noch mich eigentlich, dass ich jetzt nicht hier weitermachen kann? Da muss ich alles gewinnen. Es wird schwierig werden mit vielen Rennen. Okay. Das wundert mich halt, dass ich jetzt nicht weitermachen kann. Oder ist das schon das? Stock Tuner GT FLR International und dann haben wir das Ravenvest Showdown. Weil eigentlich sind wir hier komplett sogar durch, weil der hat uns ja alle weggearbeitet. Ja doch, dann sind wir durch. Die haben wir ja alle gewonnen eigentlich, ne? Ravenvest, ist das das? Nö, das ist nicht, okay. Naja, dann halt nicht. Dann müssen wir halt schauen. Dann machen wir weiter morgen mit der Season 1. Los geht's. Bis dann und tschüss, Bagwit.